Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu Pokémon Sacred Gold und Storm Silver Part Nummer 2 als Soulink zusammen mit dem Sephiron. Hi. Plop, 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 plop. Let's go, geht. Freunde. So, im letzten Part haben wir unser Abenteuer gestartet und haben unser erstes richtiges Pokémon bekommen, und zwar Evoli. Die sind jetzt quasi gepartnert, unsere Evolis. Und wir holen uns jetzt unser Pokédex ab und werden dann vielleicht Freund in der Zukunft treffen. Mit roten Haaren. Und dann werden wir uns auch langsam an die ersten Encounter ranmachen. Und das wird interessant, das wird richtig interessant. Einfach weil die Pokémon haben sich verändert, okay? Es sind verschiedene Pokémon da und... Warte mal. Was meinst du mit vielleicht Freund? Ja, vielleicht kennen Leute die Story aus Johto nicht. Ich wollte jetzt nicht so wegnehmen. Yo, ich dachte gerade, holy shit, gibt's in diesem Hack etwas, was ich noch nicht weiß? Und dann kommt der um die Ecke mit, ja, ist halt die Story von Johto, ne? Ja, alles klar, Bruder. Okay. Hey, stell dir vor, vielleicht gibt's Leute, die denken sich so, boah, Johto, noch nie gespielt, schaue ich mir jetzt an und dann... Yo. Ja, Freunde, im letzten Part hatten wir schon den ein oder anderen knappen Kampf. War crazy. Unfreiwilligerweise. Ja. Haben zwei Evolis bekommen. Die sind jetzt, ich würde mal sagen, Siblings, ne? Und ja, je nachdem, in was wir sie halt dann entwickeln, werden sie dann unterschiedliche Pokémon. Ganz genau. Wir haben im letzten Part schon ein bisschen darüber geredet. Wir haben die Wesen abgecheckt. Ja. Wir sind aber uns noch nicht sicher. Ist schwierig. Aber wir haben ein paar Ideen. Wir haben auf jeden Fall ein paar Ideen. Das auf jeden Fall. Ja, ist halt schwierig so. Man muss halt wirklich aus vielen Pokémon entscheiden und du darfst hier echt keine Entscheidung dem Zufall überlassen. Also for real, du musst dir sicher sein, was du tust und dein Team perfekt anpassen. Ansonsten kannst du es direkt vergessen. Habe ich eigentlich Ich meine, das Ding ist ja, der Hack an sich ist ja schon schwer. Er soll ja schwer sein. Ja. Und wir machen einen Nuzlocke draus. Also. Eine Soulink Nuzlocke. Also eigentlich ist das Spiel, was Leute spielen, denen die einfache Edition zu einfach ist. Ja. Und wir spielen die und machen sie noch schwerer, indem wir Regeln, die eigentlich für die einfachen Versionen wären, da drauf klatschen. Ja. Und dann noch eine Soulink und deswegen, Leute, hier muss jeder Move stimmen, ansonsten krepieren wir, ganz, ganz simpel. Also, ist wirklich, ich fand Platin schon knackig, teilweise, weil ich auch ein bisschen unterlevelt war an der einen oder anderen Stelle. Ja, Platin hat auch eine crazy Level-Kurve, also gerade in der Liga. Aber das hier, das war nochmal ein anderes Level und ich bin echt gespannt, ob wir da irgendwie durchkommen. Yo, bist du schon bei dem Jungen? Ich bin schon bei... Oh, dem dang, Boy. Mit seinem Kanimani. Die Frage ist die, okay, er ist Level 5. Ich hatte Angst, weil, ne, man kann ja in normalen Let's Plays kann man so die Levelkurve ein bisschen verändern. Ich hatte Angst, dass jetzt sein Kanimani Level 6 ist und das vielleicht schon Aquaknarre könnte, aber ich glaube, das sollte für meine Folge jetzt hier kein Problem sein. Ich glaube, das hat er erst ab Level 7 gelernt. Ich bin mir gar nicht sicher. Sicher? Ich glaube schon. Ich könnte mich irren. Ja, okay. Ja, aber ist ja egal. Hauptsache, er hat's nicht. Das ist die Hauptsache. Ja. Weil dann würde ich heftige Probleme haben und ja, das ist gar kein Problem. Ja, der setzt nochmal Silberblick ein. Der wird mir nicht ein KP abziehen. Also, alles easy. Oh, mein Typ hat fucking Indivier, Digga. Ich hab ja... Stimmt. Es tut mir leid, wir haben gerade im letzten Part noch über Indivier richtig geschimpft. Wie wir es lieben. Du darfst auf YouTube niemals Sachen negativ benennen, weil sonst ist es vorbei. Wie, du beleidigst mein Lieblings-Pokémon. Stimmt, ne? Ja, da fange ich mir wieder die Dislikes ein, Alter. Richtig. Ist okay. Also, das Ding ist ja, ich mag ja Indivier vom Design her. Ich fand... Die Idee ist auch sick. Früher habe ich das Ding... ultra aufgenommen, einfach weil ich Lorblatt mega cool fand und das Design so und Rasierblatt und all das Zeug. Also ich würde behaupten, Indivier mehr oder öfters genommen als Feuerregel zum Beispiel. Mhm. Und trotzdem ist es halt einfach Kacke. Ein Typ mehr. Es ist ein Pflanzen-Pokémon. Ich meine, Bisasam ist wenigstens noch Gift. So. Ja. Okay. Das ist ja allgemein so. Hier ist keine Problem. Bodenattacken, aber. Ja, aber es ist allgemein das Problem von den Startern der zweiten Gen, dass sie halt alle einfach nur einen Typen haben. Ja, stimmt. Das waren die einzigen Starter, die keinen zweiten Typen haben, oder? Ja,
Alle. Also, es gab auch so Sachen wie Atmurai oder Serpi Royal, die haben auch nur einen Typen, aber da haben zum Beispiel Flambirexen zwei Typen noch bekommen. Ja. Und vor allem haben die. Naja, ich meine, Serpi Royal ist fucking badass. Okay, Atmurai, da begehe ich mich wieder auf dünnes Eis. Aber Serpi Royal war ja damals auch kacke. Bevor es die versteckte Fähigkeit. Ja, da war es auch nicht so nice. Ja, gut. Ja, der Speedwert ist halt ganz cool. Und, kann und man der Bulk mitgehen. Ist auch nice. Ja, das stimmt. Also Bulk und Speed ist schon. Und mit Einrollen kann man auch. Aber ich meine, die Tiers sprechen ja für sich, wo Serpi Royal und Atmurai sich vorher. Die waren ja beide im Pew, immer. Okay. Ja, gut. Aber es hat eine Fähigkeit bekommen. Dadurch ist es massiv gestiegen und wurde zu einem sehr gefährlichen Pokémon. Mega, ja. Auch mit den ganzen HPs und was es noch alles dann kann, wenn es sowieso noch geboostet ist. Ja. Aber Atmurai hat halt schon sehr wenig Liebe bekommen, ne? Mega, irgendwie. Ja. Haben wir einen Namen für unseren Rivalen? Ich meine, wir können die eigentlich wollte ich gerade auch fragen. Wir können die, wollen wir die nach Justin benennen? Nach Serlo? Oder wir nehmen Serlo und Scarlet. Sollen wir Serlo und Scarlet nehmen? Okay, ich nehme meinen Scarlet. Okay, dann nehme ich meinen Serlo. Nenne ich den Boy. Okay. Das ist dann unsere Rivalen. Aber wie nenne ich dann das Girl, wenn ich den Boy Serlo nenne? Grüße gehen raus an der Stelle. Ah, not bad. Okay. So. Alright. Der hat auch ein bisschen was von Scarlet. Also, eigentlich schon, ne? Nicht, aber so also mit den Haarfarbe. Roten Haaren. Die Haarfarbe hat er. Also, der Name ist schon eigentlich ganz sick, so akkurat, für den Gewalten. Ja. Stimmt schon. Ist schon ein sicker Name für ihn. Auf jeden Fall. Solo ja eher nicht so dann. Ja. Okay, wir bekommen jetzt. Aus dem Ei kommt immer noch Togepi raus, ne? Okay. Ja, ist okay. Ich meine, Togekiss ist halt sowieso sick, dass man das hier halt dann so bekommen kann. Ist halt. Kompass war MVP. Aber ist halt auch erstmal eine Aufgabe für sich, Togepi hier entwickelt zu bekommen. Das zu entwickeln. Ne? Ja. Ich war am Verzweifeln, Alter. Also, ich hab echt. Man will es ja nicht sterben lassen, weil Togekiss so cool ist, aber. Ja, und das Ding hat halt einfach Baby-Pokémon-Werte. Ja. So, es ist halt ein Baby-Pokémon. Und du brauchst eventuell halt Jahre, bis es zu einem Togetic wird. Ja. Also spätestens in Dukatia kannst du den Leuchtstein bekommen, aber vorher. Und vor allem das mit der Freundschaft. Die Mom heilt unsere Pokémon nicht, ne? Die Mom heilt unsere Pokémon nicht. Das ist das einzige Spiel, in dem unsere Mom unsere Pokémon nicht heilt. Aber ich glaube, man kann die hier heilen. Ja, hier kann man die heilen am PC. Das war damals mega dumm. Das ist mir nicht aufgefallen. Ja. Krass. Die will nur unser Geld haben, ne? Ja. Ist die Einzige, die unser Geld haben will, aber uns nicht heilt, Alter. Ja, was ist das für eine Assi-Mutter, ey? Was ist denn bei der los, ey? Die will einfach die Hälfte von dem Geld haben. Wobei, die sagt sie, später kann es schon ganz nützlich sein mit dem Geld, so. Ja, aber wenn man selbst nicht mit Geld umgehen kann, ist es schon nützlich, dass die Mutter das für einen verwaltet, Alter. Oh, shit. So, jetzt kommt hier das sicke Functory. Ich glaube, das wird hier sogar geskippt. Ich bin mir unsicher. Ich glaube ja. Ich glaube auch. Oder? Enttäusch mich nicht. Come on. Nee, ah, doch. Doch. Ah, ja, genau. Perfekt, okay. Und wir kriegen die Pokébälle. Okay, Digga, wir haben Pokébälle, ne? Oh, shit. Okay, Leute, ab jetzt. Ab jetzt ist die Soul Link offiziell gestartet, denn wir haben Pokébälle bekommen. Und das bedeutet, ich will eigentlich gar nicht loslaufen, ne? Das ist so schwierig. Die Pokémon, die jetzt sterben, sind tot. Die sind tot. Ab jetzt gehen die Nuzlocke-Regeln los. Yep. Wollen wir unser erster Encounter? Digga, ich trau mich ich nicht, auch nicht, einen Step zu machen, Alter. Okay. Ich will halt keinen Radfratz oder so. Also Pfiffchen wäre halt cool. Stimmt, wir müssen das Ding ja gleich fangen, deswegen nicht Cypher nach vorne bitte, weil da habe ich Probleme mit. Ja, ich pack auch mal Litty wieder nach vorne und dann schauen wir mal. Ich werde gleich. Okay, das ist mein Encounter. Okay, was bekommst für diese du? Diese Route. Ein Beedizer. Ein Beedizer. Okay. Yo. Und ich bekomme ein Bidoof. Wampel. Okay. Ein Wampel. Okay. Alright. Yo, die Entwicklung von Wampel stabil. Papinella, Pudox. Je nachdem, so was es entwickelt, kann. Yo, Pudox, a.k.a. Dödel, war in meiner Alpha Saphir Nuzlocke ein richtiger Held, Alter. Ich hatte damals auch einen Pudox in der Smart Nuzlocke und ich hab's geliebt, Mann, und dann ist er einfach gestorben. Oh, es kann Bugbite, yo, sick. Das ist nice. Das heißt, ich habe immerhin schon mal einen Move, aber ich
traue mich noch nicht so, das Ding zu schwächen. Ja, du schwächst. Ich wollte gerade sagen, ey, ich habe ja richtig gut, Angst, wie denn? Für Kratzer zu gehen. Wobei, ist es bei dir auch rausgebrochen gerade? Ja, ja, es hat nicht einmal gewackelt. Ich glaube, ich gehe raus in Endivir. Ich glaube, es sollte okay sein, weil... In Endivir? In Evoli. Yo, bist du auch so ein Lutscher, der die ganze Zeit Evoli und Endivir verwechselt? Yo, ey, wie oft ich diesen Kommentar unter meinen letzten Videos gehabt habe. Endivir, a.k.a. Evoli. Yo, aber geht mir genauso. Warum ist es so? Keine Ahnung. Ist dein Name einfach zu ähnlich? Ich glaube schon. Vielleicht, oder weil wir so viel... Hast du auch viel über Endivir gesprochen? So. Ja, wir haben natürlich jetzt über Endivir gesprochen. Ja, ja, klar, wir jetzt. Aber hast du über Endivir viel gesprochen gehabt? So? Eigentlich nicht. Ja. Keine Ahnung. Ich bin einfach kein Brain. Kennst du diesen... Boah, wie hieß diese Serie auf YouTube, wo der Typ einen Bilizer hat, was zu einem Gott wird und alles und jeden tötet? Er hat dieses, was dann... das war... Irgendwas mit Ash war auf jeden Fall im Namen, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber in dieser Serie hatte der Junge halt einen Bilizer. Ja. Und das wurde halt so einem Übergott und hat alles gekillt. Ist halt einfach ein Gott. Oh, wow. Okay. Oh, Unaware ist sick. Okay, ich habe Wurmi, mein Wampel, mit Shield Dust, also mit, wie heißt es auf Deutsch? Puderabwehr? Puderabwehr, genau. Puderabwehr. Und Bugbite habe ich. Poison Sting und Bugbite einfach schon. Also Bugbite ist wirklich sick, dass ich das von Anfang an Bugbite ist krass, Alter. Ja. 60er Step Move? Mit Level 3? Come on. Ist schon crazy. Plus natürlich auch noch, was wollte ich sagen? Ich hab's vergessen. Warte, ja genau, Stab auf, ach ja, genau, meine Nature ist neutral. Das heißt, ich habe keine negativ, keine positiv, das ist okay. Das habe ich tatsächlich so mit am liebsten in Nuzlocke, weil da macht man nicht viel falsch. Neutrale so. Wesen. Ja, neutrale, ne, Wesen. Ist okay, kann man nehmen. Ist okay, so. Genau, ist nichts Schlimmes. Muss nicht auch, ist halt safe, ne? Muss wir haben noch einen Encounter vergessen, ne? Also es gibt noch einen Encounter am Anfang. Wir können am Anfang noch nach oben gehen, die Route. Und da den Willst Encounter. Du? Oder wir holen den später, wenn wir von Ebenholz City nach unten gehen. Das können wir natürlich auch machen. Das ist halt die Frage. Wie wichtig sind jetzt am Anfang? Kommt nur Crap. Ja, stimmt schon. Aber am Anfang können Encounter halt wichtig sein, ne? Ich würde sagen, wir holen ihn mal nicht, wir lassen ihn offen und dann können wir immer noch entscheiden. Wir haben uns auch noch keinen Carpador geholt, ne? Stimmt. Haben wir eine Angel? Wir müssten eine Angel haben. Wir haben eine Angel, ja. Wollen wir uns Carpador holen? Digga, Gyarados ist eins der besten Nuzlocke-Pokémon. Und ja. Leute, bevor ihr wieder was in die Kommentare schreibt, okay? Ich weiß es. Ich benutze in jeder meiner Nuzlocks Carpador. Ich weiß es. Beziehungsweise Gyarados. Ich weiß es. Es ist fucking langweilig. Aber diese Nuzlocke. Es ist auch fast ohne unmöglich. Gyarados. Es ist auch fast unmöglich, keinem Carpador hier zu begegnen am Anfang. Es ist unmöglich. Du findest ja, hier ja nur nicht. Carpador. Ja, mit der Angel kommt ja auch nur Carpador. Richtig. So, erst ab der Profi-Angel kommt ja Goldini und so ein Kram. Genau. Aber Leute, wie gesagt, es ist ein Pokémon, was man einfach fangen kann. Es entwickelt sich mit Level 20 zu einem Pokémon, was Bedroher hat. Oder Hochmut. Ja. Come on, Leute. Also, jetzt mal ohne Spaß. Ich habe einen Krabi bekommen? Yo, what? Warte, was? Ich wusste nicht, dass man auch Krabi bekommen kann. Das ist normalerweise nicht so safe. Ich glaube auch nicht, dass man normalerweise hier einen Krabi bekommen kann. Bekommst du einen Carpador? Du bekommst auch einen Krabi. Level 10! Aber gut. Yo! Das Ding ist, ich darf es natürlich nicht fangen, weil wir... Stimmt, aber ich darf es auch nicht fangen. Also theoretisch gesehen... Doch, pass auf. Wenn die sich doublen, dann dürfen wir beide den Encounter nochmal neu machen, theoretisch. Also, ich habe das bisher immer so gemacht... Der Erste, der den Encounter hatte, also wir wechseln uns immer ab. Einmal ja, ich machen. Zuerst in die Wiese, einmal du. Und der zuerst den Encounter hat, hat ihn und der andere muss dann rerollen. Okay, können wir auch machen. Alright. Okay, dann muss ich jetzt einen Level 10 Krabi besiegen, Alter. Ich versuche in der Zeit nicht. Mal dieses Krabi hier zu fangen. Ich weiß nicht, ob das irgendwas Starkes kann. Ich hoffe mal nicht, dass es Level 7, Alter. Wenn das irgendwie so Klammer oder irgendwie so eine Scheiße hat, ne? Okay, Lehmsula ist jetzt nicht so schlimm. Kann man nach Klammer kann man noch fliehen, oder? Oh, Vice Grip. Ich glaube schon. Yo! War das so eine Klammerung? Nee, das war Schnapper. Heißt die Attacke, glaube ich.
Stimmt. Ich glaube, es war Schnapper. Yo, Digga, ich mach so gut wie keinen Damage an dem. Mein Der Gott, macht halt mega Alter. Viel Schaden. Holy shit. Okay, ich geh jetzt hier einmal für Tackle. Ich meine, Krabi und Kingler haben beide eine gute Verteidigung. Alter, das macht gar nichts. Es macht nothing. Ich muss hier schon den Trank benutzen, ne? Sonst, wenn er mich crittet, bin ich down. Stimmt. Ich glaube, ich muss fliehen, Digga. Ich hoffe, dass ich fliehen kann. Ja, versuch's lieber. Vor allem, wenn er jetzt Silberblick einsetzt. Ja, und das Ding ist, ich glaube, der nächste... Oh, Bubble Beam. Weiß der Rip. Bubble Beam? Hier hat Caporo auch Bubble Beam, Digga. Okay. Oh mein Gott, okay, ich konnte fliehen. Aber was soll ich jetzt machen? Pass auf. Sei froh, dass du nicht den Level 10er erwischt hast, Alter. Pass auf, Bubble Beam hat mir jetzt 12 shit. KP abgezogen. Okay, wie viel hast du noch? 13. Ja, das ist ein Roll, Digga. Aber ich kann halt auch nicht rausgehen. Guck mal, Schnapper hat gerade auf Evoli schon 9 KP gezogen. Aber es ist physisch. Und Bubble Beam ist speziell. Warte, ich schau mir mal meine Verteidigungswerte an. Ja, ich hab Leute, also wenn wir beim ersten Encounter schon am Struggeln sind. Soll ich mal einen Ball werfen? Digga, das Ding ist, du müsstest eigentlich gar nicht mal so krass schwächen. Du kannst eigentlich auch einfach einen scheiß Ball werfen. Einen Ball, ja. Aber was ist, wenn er einen Highroll kriegt, Digga? Nee, tut er nicht. Der bleibt einfach drin. Da! Oh, shit, Digga! Holy shit! Alter, mein Herz ist gerade stehen geblieben. Das waren die längsten 3 Wackler der Welt. Yo! Wir haben gerade vor der letzten Aufnahme haben wir noch gesagt, yo, in dieser Nuzlocke dürfen wir echt keine Risiken eingehen und so, ne? In der zweiten Folge haut er den fucking Starter raus, Alter. Yo, Junge. Easy. Okay. So, wir haben hier Mrs. Krabs am Start. Haben wir nie kennengelernt, das heißt, hier ist jetzt Stimmt. Hat man Start. Die nie kennengelernt? Nee, haben wir nie. Also, ich kann weiß ja gar nicht sein, weil das wäre ja ein Wal gewesen oder so. Wahrscheinlich. Ne, theoretisch. Ist ja sowieso was sehr Komisches und Spezielles, was die da am Laufen haben. Ja, wahrscheinlich. Aber ja, Level 7 Krabi. Krass, Alter. Ist not bad. Ich bin mal gespannt. Fähigkeit, Gentle Nature, Shedskin. Okay. Ich krieg gerade gar nichts anderes als Krabi. Ich finde, das Wesen ist gar nicht so schlecht, weil Verteidigung runter ist jetzt nicht so geil, aber Krabi hat eine insane Verteidigung. Kingler genauso, ich glaube, das hat 115 Base-Verteidigung. Also wenn ich da ein Minuswesen habe, finde ich, ist es nicht mal so schlimm. Da habe ich lieber ein Spezialverteidigungs-Plus-Wesen. Ja. Ja, dann kannst du vielleicht einen Donner tanken. Weißt du, das Ding ist halt wieder, wenn die Gegner in diesem Spiel einfach nur... Okay, überlebe ich noch einen Weiß-Grip? Müsstest du? Ist halt auf Level 5, ne? Oder du flüchtest einfach. Ich glaube, du solltest flüchten. Ich wollte das Ding halt killen jetzt. Damit ich mal wenigstens ein paar EP. Weißt du was? Ich switche zurück. Alles gut. Okay. Was wollte ich sagen? Fuck! Wovon hatten wir es? Ich weiß nicht. Das Spiel ist zu schwer. Ja, das Spiel fordert gerade hart. Okay. Ich warte jetzt auch ganz kurz. Ah, genau. In anderen Spielen könntest du sagen, okay, ich habe ein speziell defensives Wesen, das bedeutet, ich könnte einen Donnerschock tanken. Ja. Aber in diesem Spiel gibt's halt keinen Donnerschock. Hier hat jeder zweite Donnerblitz oder Donner. Ja. So. Und das einfach denkst du halt auch mit einem Spätzdef-Wesen nicht so. Die Coverage-Moves halt hier sind dumm. Dumm ja. Gut. So. Ja. Ja. Vor allem ein Kampf war insane. Also ein Kampf in Ducatia City, da war die Coverage on fire. Wenn ich jetzt aber so drüber nachdenke, finde ich Krabi eigentlich ganz cool, ne? So, überleg mal, der erste Arenaleiter ist von Typ Flug und die meisten Attacken sind physisch. Ist Krabi gut, Alter. Ja. Ich meine, du hast ein Wasser-Pokémon. Ja, klar, das sowieso. Jetzt muss ich noch ein Wasser-Pokémon bekommen, denn bei mir waren es jetzt zweimal Krabi. Aber dort gibt's safe Carpador. Safe. Ja, oder halt Sterndu oder so, ne? Aber wäre auch nicht. Oder Quapsel. Lass uns nicht über Quapsel reden. Darauf habe ich gar keinen Bock, Alter. Sterndu wäre nice, aber Quapsel. Okay. Und Carpador. Okay, Carpador. Level 8 sogar schon. Level 8 und weiblich. Alright. Ja. Wird interessant. Auch jetzt das Trainieren wird halt nicht so einfach, ne? Mit den ganzen Pokémon hier. Oh, glaubst du überlebt? Ja, okay, nevermind.
Ich unterschätze. In so einem Spiel hätte ich halt schon gern den EP-Teiler. Ja. Wann bekommt man den? Ach, man bekommt den erst, wenn man die rote Haut von Garados geholt hat. Das ist mega spät erst. Wenn du die rote Haut von Garados hast, dann gibst du die bei Mr. Pokémon ab und dann kriegst du erst den EP-Teiler. Das dauert noch mega lang. Alter, hast du schon mal ein geschwächtes Karpador beim ersten Mal ausbrechen sehen? Das Nein, gibt's nur bei Sacred Gold und Storm Silver. Habe ich noch nie gesehen, nee. Karpador hat doch so ziemlich die... Was? Höchste Fangrate? Ja, safe. Guck mal, ich habe meinen Krabi bekommen, obwohl es im grünen Bereich war. Ja, siehst du? So, jetzt haben wir das Ding aber auch. Alright. So. Boah, wie nenne ich mein 200. Karpador? Das ist jetzt halt weiblich. Hattest du sonst immer männliche? Ich hatte auch schon viele weibliche. Dann... Es ist halt nur... Ist halt nur... Eine weitere... Eine von vielen weiteren. Der Name passt, ja. Interessant, dass ich die so nennen kann. Ja, damals gab es noch keine Begrenzung. Damals konntest du deinen Rivalen auch noch Arschloch nennen oder Popofratze oder so. Wow. Ja. Wusste ich nicht. Okay, Nature, Hasty. Minus Death, plus Init. Ja, ist okay, wenn du Bedroher bekommst, hat er nicht so einen hohen Angriff und Speed hoch ist halt nice, ne? Speed Warte mal, halt... war Swift Swim die normale Fähigkeit, oder? Ja, das glaube ich zu Bedroher. Glaub auch, ja. Ja. Wassertempo. Ja, Wassertempo ist die normale Fähigkeit? Was war denn die nicht normale Fähigkeit? Soll ich kurz nachschauen? Versteckte von Karpador. Ich schaue jetzt nach, ich bin selber interessiert. Ich überlege gerade, war es nicht irgendwie Angsthase oder so? Nee, keine Ahnung. Angsthase? War es Angsthase? Ich weiß auch nicht. Mein Internet lässt sich gerade nicht öffnen. Auf keinen Fall. Während mein Internet versucht sich zu öffnen, gehe ich einfach mal weiter. Aber wir haben hier schon wieder einen Leute, ihr müsst wissen, wir haben gerade noch ein paar begrenzte Möglichkeiten. Ich bin froh, dass das wenigstens gerade klappt. Das funktioniert gerade mega gut, ja. Also, Props an der Stelle. Wir haben mega viele Encounter in dem Part, ne? Also jetzt geht's direkt weiter. Aber auch im nächsten Part werden wir wieder übelst viele Encounter haben. Die Dunkelhöhle und so weiter. Okay, Route 30. Alright. Warte mal. Ja. Ich bin wieder dran, ne? Du hattest zuerst geangelt. Okay. Genau. Dann machen wir das. Will ich angeln? Nee. Mal hier ins Gras rein. Jetzt kommt einfach. Ja, jetzt kommt kein Pokémon. Jetzt kommt gar nichts. Eben die ganze Zeit. 1000 Pokémon. Oh, okay, Hutut. Darf nicht auf meine Knöpfe kommen, ansonsten habe ich bald ein Problem. Ein Hutut. Und bei mir kommt. Ha. Raupi. Interessant. Glaubst du, das Ding tankt eine Aquaknarre schon, oder? Ich glaube, es ist sogar speziell ganz gut, ne? Machen wir mal. Kann man das eigentlich ausprobieren. So, er hat mich gecrittet, perfekt. Fängt schon mal gut an. Oh, ich habe ihn auch gecrittet! Was hast du bekommen? Raupi. Oh, okay, also hast du Waumpel und Raupi. Ja. Okay, ich bin da haben wir schon mal ein paar potenzielle Pokémon, die aus dem Team rausfliegen. Ich mag Noctu in der Theorie, in der Praxis hasse ich das Ding, weil es halt nichts kann. Es ist halt speziell defensiv ganz gut, ne? Also gerade zweiter Arena-Leiter, finde ich, kann man bestimmt mit Noctu was starten. Ich meine, es entwickelt sich, glaube ich, sogar schon relativ früh zu Noctu. Also zum zweiten Arena-Leiter kannst du auf jeden Fall Noctu haben. Okay. Und ich glaube, da ist es tatsächlich gar nicht so bad. Alright. Ja gut, stimmt. Für alle, ne, für alle Harry Potter Fans. Machen wir das Ding zu Hedwig. Ich habe meinen Raupi Butterfrei genannt. Butterfrei? Butterfrei, nice. Ding, Butterfree, ne? Okay, auch wieder... Neutrales Wesen, Bugbite, Shield Dust. Passt. Hatte Schnabel schon immer 35? Wow. Ich glaube schon, ja. Der kriegt stärkeren... So, Karpador hat Hasenfuß als versteckte Fähigkeit. Ah, okay. Nicht Dings. Was habe ich gesagt? Angsthase hatte ich gesagt. Ja, Angsthase, ich wusste auf jeden Fall irgendwas mit Hase. Das wusste ich. Ha. Okay, so, ja, jetzt haben wir. Ich bin. Hase.
Ich bin richtig der Käfersammler, holy shit. Ich weiß gar nicht, ob ich das will. So, Diggi, bist du bereit für den ersten Trainer? Gar nicht, ich muss meine Pokémon noch heilen. Ich bin irgendwie auch überhaupt nicht bereit. Ich muss noch meine Pokémon leveln irgendwie. Ja, ich glaube, wir sollten auch vor dem nächsten Party Pokémon auf so ein bisschen trainieren wenigstens. Ja. So ein bisschen. Ja. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Okay, Radfratz auf Level 7. Puh. Und ich will unbedingt endlich mein, meine Glut haben auf Folge, bevor ich jetzt hier weitergehe. Also Level 9 erreiche ich jetzt und dann sollte das, denke ich, passen. Das Gute ist, dass du halt Carpador gefangen hast und was schon auf Level 8 war. Ne? Also ich meine, Krabi war jetzt auch bei mir schon auf Level 7. Also ich habe immer noch kein Glut mit Level 9. Was? Boah, okay. Das ist mies. Ich habe halt ein kleines Problem. Das ist ein Level 7er Radfratz. Ja. Ich habe schon 2 Silberblicks drin. Er outspeedet mich auf jeden Fall. Und sonst habe ich nur Level 4 und Level 5er Pokémon. Und du würdest... müssten. Oder ein Level 8er Carpador mit, was, 10 Def oder so? Nee, warte mal, das hat 10 Def. Carpador hat 11 Def. Vielleicht. Okay. Ich meine, es ist Level 8, ne? Also, ich wollte gar nicht speichern. Okay, ich gehe mal zu Slut raus. Okay. Wir benutzen die Slut jetzt einfach mal. Ja, sollte, denke ich, passen. Das erste Mal. Focus Energy. Oh Gott, da war ja was, ne? Aber der killt dich nicht. Auch mit einem Crit, glaube ich, nicht. Nicht auf Full Life. Also es kommt drauf an, was er einsetzt, aber... Soll ich zurückswitchen oder soll ich mit Blubber angreifen? Ja, also wir haben gesagt, wir wollen nichts risken, aber die XP wäre halt schon not bad. Ich meine, so oder so kriegst du ja die XP. Kann der nicht dieselbe Fähigkeit haben wie... Hassel, ne? Übereifer. Hassel, ja. Übereifer. Das kann sein, ja. Theoretisch. Auf plus 1 Crits wäre halt schon ein Swords Dance quasi. Quasi, ja. Oh Mann, ey. Ich glaube. Okay. Ich lass dich das entscheiden. Du schaffst es schon. Ich habe 19 Speed. Ja. Das heißt, ich könnte theoretisch mit Slut sogar outspeeden. Safe. Outspeedest du ihn. Nein, oh, ja, Quick Attack. Oh mein Gott. Okay, okay, alles nicht gut. Yo, das wäre knapp geworden, ne? Alles gut, ja, ja. Alter, true. Damals waren ja auch Crits KP. Noch. Damals waren Crits ja nochmal 2, nicht mal 1,5. Mittlerweile ist ja mal 1,5. Damals nochmal 2, also. Ja. Alles easy. Alright. Ja, stimmt, mit einem Crit wär's ein Swords Dance und plus 1. Ja. Oh, jetzt Webrak auch noch gegeben. Ich hatte noch nie einen Ariados in der Nuzlocke, ne? Ich auch. Ah, warte mal, stimmt nicht. Alpha Saphir hatte ich einen Ariados. Ja, du hast richtig coole Pokémon. Zuerst Pudox, Ariados. Ist nice. Kann man auf jeden Fall mal machen. Ich bin ein bisschen neidisch auf deinen Carpador, wenn ich ehrlich bin. So Bedroher-Pokémon. Und ich bin vergiftet natürlich. Auf jeden Fall, ist nice. Aber ehrlich gesagt, ich hätte lieber ein anderes Pokémon gehabt diesmal, weil ich weiß, dass ich wieder von der Community zusammengestaucht werde, weil ich jetzt wieder einen Carpador habe. Tut mir einfach so, als wäre das mein Carpador. Aber ey, es ist ja mit deinem gepaart. Es stimmt, ja. Ja zusammen. So gesehen ist es ja auch in deinem Team. Genau. Und das Krabi ist eigentlich auch in deinem Team. Das heißt... Mann. Alles easy. Ja, ich wurde natürlich vergiftet mit meinem Evoli. Wobei ich wirklich, worauf ich wirklich neidisch bin, ist deine Adaptability auf Evoli. Darauf bin ich neidisch. Das ist halt hat es noch so lange, sick. Bis wir es entwickeln. Und wahrscheinlich, ja. Wobei auch nachher hat es noch die versteckte Fähigkeit. Aber ich meine, welche Evoli-Evolution außer Psyana hat eine gute Hidden Ability? Es kommt drauf an, ich weiß nicht, ob Blitz... Flamara. Flamara hat Adrenalin als versteckte Fähigkeit und ich weiß nicht, ob... Aber er hat ein speziell offensives Wesen, von daher. Ja, ja, richtig. Was hat Nachtara nochmal? Das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Nee, aber was ich sagen wollte, ist, dass... dass ich nicht weiß, ob Rasanz die versteckte Fähigkeit von Blitzer ist. Ist es Rasanz? Ist Voltabsorber die normale Fähigkeit? Ich glaube, ja. Okay, ja, dann lohnt sich also Blitzer sogar noch. Also zumindest habe ich Rasanz weniger oft gesehen als... ich glaube, Rasanz ist es, ja. Das Radfratz, ja. Ich glaube, ich kann Mr. Krabs rausgehen. Also der hat glaubst jetzt Fokus. Glaubst du, überlebt drin. Mein Evoli einen Hit von dem Ding? Ja, auf jeden Fall. Ich bin so übervorsichtig, weil ich einfach weiß... Okay, Growl. Oh okay. Nein! Okay, pass auf.
Der hat eine Focus Energy drin, okay? Ja. Und der hat mir gerade 7 KP gezogen. Und hat mich nicht gecrittet. 7 plus 7? Ja. Sind 14. Entweder crittet er nicht, oder er kriegt einen Low Roll. Ich bin gerade schon mit Feuerriegel rausgegangen, weil Feuerriegel hat nur 14 Def und Mrs. Krabs hat halt 17 Def, ne? Okay, bleib drin, greif einmal an, hoff, dass du nicht gekrittet wirst und okay, dann switchst du raus. Und ich gehe für Bubble Beam oder für Vice Grip? Warte, ich schau kurz nach. Was sagen meine... wir haben 9 Spezialgriff, aber 20 Attack. Und Bubble Beam hat 65 und Vice Grip hat halt 55. YouTube Presse. Ja, Vice Grip ist schon stärker. Ja, Vice Grip, ne? Glaube ich auch. Okay, machen wir. Quick Attack, das hat sogar weniger... als, ja, okay, ist auch kein Crit. Passt. Da kann ich jetzt war 40 und Tackle war 50, ne? Genau. Oh, das killt fast. Ja. Ich hau einen Trank rein. Und wenn er mich nicht crittet, dann. Und vielleicht sogar für Quick Attack geht oder so, dann sollte das sowieso passen. Ja. Und er geht für. Tackle. Kein Crit, kein Crit, kein Crit, kein Crit. Okay, ist kein Crit. Ey, und Leute, habt ihr schon mal so eine spannende Nuzlocke gesehen gegen random wilde Pokémon? Nee, das ist der Arena. Das ist nicht Arena-Leiter, das ist der Trainer. Immerhin. Das ist der Trainer. Okay, aber auch gegen den ersten Trainer. So, what the fuck? Ja, das ist einfach insane. Crazy. Ja. Aber ich glaube, wir können auch gleich den Part beenden, ne? Ich glaube, wir sind schon relativ weit. Haben jetzt die ersten Trainer gemacht. Oder den ersten Trainer. Gibst du den Leuten eigentlich deine Handynummer? Nee. Okay, ich auch nicht. Alright. Ah nein, ich will dir nicht meine Nummer. Die lasse ich arrogant stehen, genauso wie in Real Life. Alright. Ja, ich werde meine Pokémon nochmal heilen und dann können wir, glaube ich, den Part beenden. Ja. Das ist einfach zu viel für mein kleines Herz. Ja, ich glaube, wir müssen dringend noch ein bisschen grinden. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge, Leute, sehen wir uns bei mir wieder mit ein bisschen gelevelten Pokémon, damit wir wenigstens ein bisschen vorankommen und nicht bei jedem Trainer stecken bleiben. Und erreichen dann die erste Stadt und auch schon mehr oder weniger die ersten Challenges. Mit dem Knuffenser-Turm. Ganz genau. Alright. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, ihr wisst Bescheid. Elbogt den Like-Button. Und ja, schau auf jeden Fall bei Sephiron vorbei. Lasst ein Abo da, dann verpasst ihr die nächste Folge nicht. Macht's gut und ciao, ciao. Bye.